Hallihallo, eine weitere Episode meines Java Tutorials. In dieser Episode geht es endlich um ein Textfeld, also wo wir irgendwas eingeben können. Und wir werden das Ganze dann so machen, ich führe mal unser bisheriges Programm hier nochmal aus, dass irgendwo ein Textfeld ist und sobald wir, also wir können da was eintragen, und sobald wir hier klicken, wird der Text da unten zu dem geändert, was in dem Textfeld steht. Das ist unser Ziel jetzt in dieser Episode. Gut, das Textfeld ist im Prinzip genauso wie das Label und das Button wieder so ein Element von unserer GUI. Und das heißt einfach JTextField. Und das nennen wir einfach mal zum Beispiel Eingabe. Und müssen wir dann natürlich noch importieren. So. Und dann können wir hier genauso wie beim Button und beim Label auch schon die ganzen Eigenschaften machen. Also Eingabe ist gleich new JTextField. Ohne Parameter machen wir hier an der Stelle einfach mal. Dann Eingabe.setBounce mache ich mal. Wie breit war unser Fenster? 500. Dann mache ich mal 300. 100 und Breite sollen, ja, machen wir mal 150 und Höhe ist 50. So. Und dann adden wir das Ganze einfach noch. Das war dann im Prinzip schon alles. Add Eingabe. So. Und dann führen wir das Ganze mal aus. So, und da ist unser Textfeld. Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam positioniert, das mache ich noch ein bisschen höher. Machen wir hier mal 50 und die Höhe ist nicht 50, sondern sagen wir mal 25. Das sollte besser aussehen. Gucken wir nochmal. Ja, das sieht schon besser aus. Da können wir jetzt irgendwas eintragen, wie wir wollen, aber natürlich passiert noch nichts Tolles, wenn wir jetzt klicken. Deswegen müssen wir unseren Listener an der Stelle natürlich noch umändern. Und zwar machen wir text.setText nicht mehr abc, sondern eben das, was in unserem Textfeld drin steht. Machen wir dafür einfach mal einen String, s machen wir einfach, nennen wir ihn s, und das ist gleich eingabe.getText. Also unser Textfeld hat eine Methode, die standardgemäß da vorhanden ist, und diese heißt getText und liefert einfach einen String zurück, und den können wir dann hier speichern und dann schreiben wir das einfach hier rein, so, und führen es aus und machen hier jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Quatsch und können das dann hier einfach reinschreiben, genau auf die Art und Weise. Man müsste jetzt das, den Label natürlich noch ein bisschen höher machen, weil der schneidet hier unten schon wieder ab. Das mache ich einfach mal direkt. Die Höhe machen wir mal 60. So. Und G war unten abgeschnitten. So. Und jetzt ist es da auch perfekt. Gut. Eine kleine Optimierung kann man natürlich noch machen. Man muss das hier nicht in den String abspeichern, sondern kann einfach das direkt nehmen und hier ausgeben und kann den ganzen String sich an der Stelle dann einfach sparen und dann funktioniert es immer noch. So, und er zeigt es unten an. Gut, das war's wieder zu dieser Episode und zu Textfields. Also ihr könnt jetzt auch Textfelder machen. Yay, okay. Ja, bis zum nächsten Mal.